Der San Martino-Hügel, einst nach dem heiligen Erasmus benannt, ist Standort zweier monumentaler Komplexe, Castel Sant'Elmo und der Komplex der Certosa und des Museums von San Martino. Sie beide sind auch nachts von jedem Punkt der Stadt aus zu sehen. Von Castel Sant'Elmo aus überschaut man das ganze Häusermeer von Neapel. Von den breiten Umläufen, die die Mauern umziehen, von den Schießscharten und Zinnen hat man uneingeschränkte Sicht auf die Stadt auf 360 Grad. Ganz instinktiv späht man von hier Orientierungspunkte, Straßen, Kirchen, Plätze und Denkmäler aus, um die Morphologie Neapels im Kopf nachzuvollziehen. Die Annäherungspunkte an das Bauwerk sind zahlreich. Geschichte, Architektur, Umgebung, Funktion, Kultur und Legende. Zahlreiche Umbauten, Zerstörungen und Wiederaufbauten machten Castel Sant'Elmo zum Protagonisten der Geschichte Neapels. In dieser Folge beschränken wir uns auf einen zeitlichen Abriss, um wenigstens die Entwicklung des Baus im Lauf der Zeit zu erfassen. Um 1170, die Normannen errichten die Festung von Belforte nahe der Kirche Sant'Erasmo. 1329 bis 1343, Neubau der Festung durch Francesco di Vito, Tino da Camaino und Atanasio Primario. Sie erhält den Namen Sant'Erasmo. 1348, erste Belagerung des Kastells durch König Ludwig von Ungarn. 1537, Dom Pedro da Toledo lässt es schleifen und neu erbauen. Architekt ist Pedro Luis Scrivá di Valenza, der ihm die heutige Form und das immense Ausmaß gibt. 60.000 Quadratmeter, davon 20.000 überdacht, der sternförmige Grundriss mit 6 Zacken, die vom Zentralkörper ab 20 Meter messen. Es umfasst das Verteidigungsareal, die Pulverkammer, die Räume des Burgvogts und der Garnison, einen großen Exerzierplatz und ein immenses Wasserbecken. 1587, ein Blitzschlag verursacht die Explosion der Pulverkammer. Das Fort wird teilweise zerstört, vor allem die Kirche und die Räume des Burgvogts. Die Garnison zählt 150 Tote, auch die Stadt wird beschädigt. 1599, die Restaurierung unter Beteiligung Domenico Fontanas ist abgeschlossen. 1647, während des Masaniello-Aufstandes werden Stadt und Aufständige beschossen, die aber kurz darauf die Festung stürmen. 1682, Bau der Kirche Santa Maria del Pilar. 1943, die Festung riskiert die Zerstörung durch deutsche Truppen auf dem Rückzug. Man betritt das Fort über die Zugbrücke. Der Eingang mit dem Wappen Karls V. führt zu den großen Räumlichkeiten, die heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Ausstellungen, Konferenzen und Aufführungen finden hier statt. Moderne Einrichtungen, darunter ein Theater, stehen dafür zur Verfügung. Eine große Rampe, die auch mit einem Aufzug ausgestattet ist, führt zum Exerzierplatz, der Kunstbibliothek Bruno Mollaioli und der Kapelle von Sant'Elmo.